Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit gingen die 11 Jünger nach Galiläa, auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Eines der letzten Worte Jesu, um Macht geht es, Macht, ein Thema für uns als einzelne Personen. Wem gebe und erlaube ich Macht über mich zu haben? Ein Thema in der Kirche, ein Thema in der Welt. Und ich möchte einfach einmal versuchen, aus den Texten des heutigen Festes herauszulesen, worum es und wie damit umgehen, gemäß der Heiligen Schrift. Wir haben den Anfang der Apostelgeschichte gehört. Diese Verse, sie sind so etwas wie ein Scharnier zwischen dem Evangelium, das Lukas verfasst hat, und der Apostelgeschichte. Wie es geendet hat, so beginnt die Apostelgeschichte, also wie das Evangelium geendet hat. Der Bericht von der Aufnahme Jesu in den Himmel. Als einziger Stelle im ganzen Neuen Testament hören wir von Lukas in der Apostelgeschichte, dass es 40 Tage waren, in denen Jesus den Seinen erschienen ist, ihnen gezeigt hat, dass er lebt und dass er mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen hat. Genau das war das Kernthema auch des irdischen Jesus, das Kommen des Reiches Gottes. Im Griechischen Basileia to Theou, das, wie ich finde, in der Regel ungenügend übersetzt ist mit dem Wort, wie wir es gewohnt sind, Reich Gottes. Denn diese Übersetzung, sie legt nahe, dass es da um ein Territorium gehe, um ein Territorium, über das er, Christus, als König herrsche. Aber genau das hat Jesus immer weit von sich gewiesen, diese Erwartung. Basileia to Theou, es kann auch übersetzt werden, und das ist wohl die, wie ich finde, die bessere Übersetzung, mit Herrschaft.
Gottes. Und bei dieser Herrschaft Gottes geht es eben nicht um ein genau umrissenes Reich, Territorium, Land, Volk, sondern letztlich, so wird auch deutlich durch die Predigt Jesu, durch die Weise, wie er sich den Menschen zuwendet, um den einzelnen Menschen. Vielleicht hört es sich ein wenig pathetisch an, aber ihm geht es nicht darum, die Herrschaft noch einmal über ein Land aufzurichten, über Israel und für Israel, sondern gewissermaßen über das Herz oder die Herzen der Menschen. Und da sind wir auf einmal bei uns selbst. Wer hat die Herrschaft in meinem Leben? Im Grunde genommen kann man sagen, dass es heute zwei, gerade in unserer modernen Welt, zwei miteinander konkurrierende Konzepte gibt. Das eine kennen wir durch die Schlagworte Autonomie, Selbstbestimmung. Man kann sie in einem guten und ganz richtigen Sinn verstehen, aber eben auch falsch. Zumindest nach christlichem Maßstab, nach neutestamentlichem, biblischem Maßstab. Nämlich so, dass ich sage, ich und ich allein bin mir selbst der Herr meines Lebens, der Gesetzgeber, Autonomos, das bedeutet wörtlich übersetzt, ich bin mir selber Gesetz und lasse da niemanden reinsprechen, keinen Menschen und Gott genauso wenig. Im Grunde genommen, ich genüge mir selbst in dem, was ich tue, was ich handle, was ich denke. Wenn wir auf das Leben Jesu schauen, dann werden wir an keiner einzigen Stelle einen Satz finden, wo er seine Autonomie verteidigt, seine Selbstbestimmung, sondern er ist der Gehorsame. Übrigens auf eine sehr selbstbestimmte Weise ist er der Gehorsame. Die Beziehung zu seinem Vater ist so, dass es ihm Speise ist, seinen Willen zu erfüllen. Sein Wille ist des Vaters Wille, ist der Wille Jesu. Er nimmt ihn, empfängt ihn, aber in einer unglaublichen Freiheit. Es ist etwas unglaublich Spannendes, wie ich finde, wie in der Gestalt Jesu gehorsam gegenüber dem Vater und eine unglaubliche Freiheit identisch werden. Was ist der Grund? Der Grund ist, dass die Herrschaft Gottes eine andere ist, die Basileia to Theou, eine andere als das, was wir gewohnt sind, unter Herrschaft zu verstehen. Die Mächtigen dieser Welt, sie unterdrücken, sagt Jesus an einer Stelle. Die Herrschaft Gottes macht frei. Das hat Jesus in seinem eigenen Leben erfahren und er möchte uns das weitergeben. Weil eben Gottes Herrschaft keine ist, die unterdrücken möchte, sondern eine, die mich freisetzen möchte, die mir helfen möchte, ganz zu mir selber zu kommen, mich zu entfalten mit den vielen Möglichkeiten, die in jedem von uns stecken. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, die Basileia to Theou, die Herrschaft Gottes so und eben nicht anders zu verstehen, wie man vielfach meint, ja, das alles, auch Kirche und Verkündigung, das ist ein System von Regeln und Zwang und was einem die Freiheit nimmt. Ja, natürlich, manche erleben die Kirche so, erleben den Glauben so oder haben ihn so erlebt, müssen sich freischaufeln, das stimmt. Aber es ist nicht das, was das Evangelium uns nahelegt, was er, Jesus, uns nahelegen möchte. Und so ist die Frage, wenn ich auf mich selber schaue, auf den Thron, der da so hier in meinem Inneren ist, wer soll denn drauf sitzen? So gerne mache ich mich darauf breit. Ich auch, jeder von uns.
Bin ich bereit, da herunterzusteigen und ihm, Christus, zu erlauben, steig du auf diesen Thron, sei du der Herr in meinem Leben? Wobei das eine ziemlich subtile Geschichte ist. Wie oft geschieht es, dass ich denke, ja, ich lebe ja ganz nach Gottes Willen und verwechsel immer wieder meinen Willen mit seinem Willen oder seinen Willen mit meinem Willen. Da den Geist der Unterscheidung zu haben, das bedeutet eine sehr, sehr große Ehrlichkeit aus sich selber gegenüber. Immer wieder auch das Ringen darum. Und derjenige, der diesen Thron nicht räumt, der sagt autonom, selbstbestimmt, ich allein bin mein Herr. Es zeigt die Erfahrung, dass viele Menschen gerade auf diesem Weg sich selber versklaven an ihr Ego, an ihre Triebe, an ihre momentanen Wünsche. Versklavt und andere versklavend. Das ist eine Erfahrung, die man oft machen kann. Das eine, das erste. Die Jünger Jesu, die hatten es sogar nach der Auferstehung Jesu immer noch nicht kapiert, worum es Jesus ging. Er spricht von der Basilea tou theou und sie fragen ihn, ist es jetzt endlich so weit, dass du das Reich für Israel wiederherstellen wirst? Also die Vorstellung, endlich kommt Israel groß heraus, on top. Schmeiß die Römer raus, also all diese Konnotationen, die das für den gläubigen Juden in der damaligen Zeit hatte, auch für die Apostel. Immer noch ist davon die Rede. Und ist es denn nicht so, ist da nicht auch was dran, dass wir sagen müssen, wenn Israel, übertragen wir das auf die Kirche, in dem Maße, wie die Kirche, wie Israel auch politische Macht hat, Einfluss hat, dass es umso besser in die Gesellschaft hineinwirken kann, die Gesellschaft verändern kann, ist das nicht sogar die Bedingung dafür? Liebe Schwestern und Brüder, Jesu Weg ist ein anderer gewesen. Und der Weg der Kirche in den ersten 3 Jahrhunderten war ein anderer. Sie waren nicht on top. Sie waren verfolgt. Es änderte sich im 4. Jahrhundert. Konstantin dem Großen, eine Religio licita wurde das Christentum, eine erlaubte Religion im Römischen Reich. Und wenige Jahrzehnte später durch Kaiser Theodosius Reichskirche, Staatskirche, endlich mit viel Einfluss, politischem Einfluss, gesellschaftlichem Einfluss. Und mir steht nicht zu, das einfach zu verurteilen. Die Gesellschaft ist verändert worden, auch einfach durch diese geschichtliche Entwicklung, die wir ja nicht mehr rückgängig machen können. Und das, was wir als Menschenwürde, Menschenrechte bezeichnen. Auch die Aufklärung hat eine Rolle gespielt, ja, sicher. Aber ohne diese Entwicklung würden wir noch in einer Gesellschaft leben, wo das alles nicht gelten würde. Und vieles andere. Also das war nicht alles schlecht. Aber im Moment erleben wir eine Kirche, die in einer atemberaubenden Geschwindigkeit den über Jahrhunderte gepflegten Einfluss, die Macht auch in der Gesellschaft, zumindest in unserem Land, verliert. In einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Ist das etwas Furchtbares? Ja, manche sehen es so. Ich selber frage mich, ist das nicht genau der Weg, den er, der Herr, seine Kirche heute führt, an den letzten Platz, da wo er, Jesus, war? Können wir vielleicht sogar sagen, da gehören wir eher hin als nach oben? Als Papst Benedikt 2011 in Freiburg seine
berühmt gewordene Konzerthausrede hielt, ging es ihm genau darum. Er hat von all dem gesprochen, was die Kirche auch als Ballast mit sich herumführt. Ganz viel Geld, Macht, Einfluss, viel Bürokratie, viel Behörde. Und er sagt, all das verdunkelt das Evangelium in unserer Zeit. Er wurde sehr gescholten für diese Rede. Ihm wurde vorgeworfen, er predige Weltflucht, was vollkommener Unsinn ist. Er hat einfach die Worte Jesu selbst ernst genommen, dass wir in der Welt sein sollen, aber nicht von der Welt. Eine Alternative, eine spürbare, sichtbare Alternative. Und ich glaube, dass wir eine Entwicklung machen, wo wir nicht agieren, sondern reagieren auf Entwicklungen, die wir als Kirche gar nicht mehr in der Hand haben. Und inzwischen sind wir an diesem Punkt, wo gesellschaftlicher Einfluss der Kirche, teilweise auch selbst verschuldet, gegen Null geht. Und genau dieser Gedanke, den wir in der Lesung, in der ersten Lesung gehört haben, das Reich für Israel, das Reich für die Kirche, darauf geht Jesus gar nicht ein. Die Alternative ist die Gabe von oben, der Heilige Geist. Das genügt euch. Nicht gesellschaftlicher Einfluss, die Gabe des Heiligen Geistes. Wenn ihr erfüllt seid von dieser Gabe, von der Gabe des Geistes, der Wahrheit, der Liebe, des Glaubens, des Vertrauens, des Trostes, dann werdet ihr als Kirche eure Sendung erfüllen. Und nicht, wenn ihr nach all dem anderen schielt. Vielleicht ist das die Aussage damals wie heute. Und zuletzt, in der zweiten Lesung haben wir es gehört und dann in diesem Satz, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Die Macht, die Gott hat, die Christus hat. Ja, er könnte mit einem Schnips alles beseitigen, allen Machtmissbrauch beseitigen, den es in der Welt gibt, den es in der Kirche gibt, den es in Familien gibt, den es, wo immer wir hinschauen, in Banden, in Clans gibt. Aber es tut er nicht. Er ist der Mächtige. Macht ist ja nichts in sich Schlechtes. Der Missbrauch von Macht ist das Schlechte, nicht Macht als solche. Aber ihm, so hieß es in der zweiten Lesung, ihm ist alle Macht übergeben worden, alle Macht. Der Vater übergibt sie ihm. Warum? Weil in ihm deutlich wird, endgültig deutlich geworden ist, dass Gottes Macht über diese Welt keine den Menschen knechtende ist, keine auswählende, hier, die sind die Erwählten, die anderen, weg damit, sondern es ist dienende Macht für die ganze Welt, für alle Menschen letztlich, für alle Menschen im letzten guten Willens. Und an ihm lesen wir ab, wie Macht gut gebraucht wird, als dienende Macht, als Macht, die in der Liebe, Hingabe, sich selbst verschenken, gewissermaßen das Vorzeichen ist, unter der er, der Allmächtige, seine Macht ausübt, um uns an sich zu ziehen. Ja, ich habe einfach einmal versucht, das heutige Fest so zu lesen, und es ist, ja, wie alles im Evangelium letztlich, eine Einladung an mich. Erlaube ich Christus, mir Herr zu sein, mein Herr zu sein, mich von ihm in die Freiheit der Kinder Gottes führen zu lassen? Sind wir als Kirche bereit, Macht und Einfluss nicht allzu wichtig zu nehmen, sondern das Zeugnis in der Kraft
des Heiligen Geistes? Und können wir das, sind wir bereit dazu, weil wir uns dem anvertrauen, dessen Macht, dessen Herrsein, dessen Herrschaftlichkeit eine im Letzten mir und der Kirche und den Menschen dienende ist. Amen.